Venezuela brennt, Venezuela weint. Die jungen Demonstranten kämpfen gegen ein System, in dem sie groß geworden sind. Ein sozialistisches Paradies sollte das Land werden. Heute herrscht die Regierung mit Tränengas und Gummischrot. Rafaela Requesens ist Wortführerin der Studierenden. Doch statt im Vorlesungssaal ruft seit Wochen die Straße. Sie will kämpfen, bis die Regierung nachgibt. Ich kann nichts Gutes aus meiner Erfahrung berichten. Und ich bin heute 24 Jahre alt. Das venezolanische Volk wurde gedemütigt. Wir kennen nur dieses System. Aber was wir wissen, das ist sicher keine Demokratie. Die Regierung sagt zwar, alles ist in Ordnung, doch das stimmt nicht. Wir alle leiden unter den Gaunern. Selbst Regierungsleute müssen ihre Liebsten verabschieden. Und das nicht nur am Flughafen, sondern auch auf dem Friedhof. Friedhof oder Flughafen. 1,5 Millionen Venezolaner haben das Land in den letzten 20 Jahren verlassen. Venezuela blutet aus. Petare, einer der größten Slums Lateinamerikas. Der Vorort ist der Wahlkreis des Jungpolitikers Miguel Pizarro. Viele Bewohner hier setzen ihre Hoffnung auf den 29-Jährigen. Es fehlen Nahrungsmittel, Medikamente, Lichtblicke. Am Ende ist es eine Tragödie, die uns alle gleich trifft. Ob reich oder arm. Die Krise stellt uns alle auf die gleiche Ebene. Das erfüllt mich als Politiker mit Schmerz. Dieser motiviert mich gleichzeitig, gegen diese Widrigkeiten anzukämpfen. Laut einer Studie haben die meisten Venezolaner im letzten Jahr im Durchschnitt 8 Kilo abgenommen. Parlamentarier zu sein in einer solchen Zeit, das bedeutet für Pizarro auch schon mal seinen Wählern Essen bringen. Und zuzuhören. Diese Familie hat eine Tochter verloren, weil wichtige Medikamente fehlten. Ein Schicksal, das der Jungpolitiker aus eigener Erfahrung kennt. Seine Schwester bekam einen Hirntumor. Medikamente gab es keine. Flughafen oder Friedhof? Sie hat das Land verlassen. Es liegt nun in unserer Verantwortung. Deshalb kämpfen wir auf den Straßen und fordern Wahlen und die Anerkennung des gewählten Parlaments. Es muss genügend Nahrung und medizinische Versorgung geben, damit niemand wegen eines Mangels stirbt. Der Hunger darf nicht die tägliche Tragödie für die Familien in den armen Vierteln bleiben. Schlange stehen für Brot im Land der weltweit größten Ölreserven. Lebensmittel sind knapp und teuer. Die Kindersterblichkeit steigt massiv. Venezuela belegt traurige Spitzenplätze. Die höchste Inflationsrate, eine der höchsten Mordraten der Welt. Ein Land verzweifelt. Armut trotz Rohstoffreichtum. Wie konnte es so weit kommen? Hugo Chavez versprach Großes, als er den Sozialismus des 21. Jahrhunderts ausrief. Er setzte auf Petrodollars und Verstaatlichung im großen Stil. 4 Jahre nach seinem Tod ist der Lack ab. Misswirtschaft, Korruption, ein fallender Ölpreis. Unter Nachfolger Nicolas Maduro steht das Land am Rand des Ruins. Die Regierung bekommt die Krise nicht in den Griff. Die Schuld daran trage das Ausland, die Kapitalisten, die Opposition. Diese Leute wollen keinen Frieden. Sie haben sich in eine Sackgasse manövriert und wollen uns in diesen Abgrund ziehen. Zwar hat die Mehrheit des Volkes genug von den Chavisten, doch Maduro ignoriert die Kritik und möchte am liebsten das Parlament entmachten. Dort dominieren die Regierungsgegner. Hier tagen die Delegierten an einer öffentlichen Sondersitzung in einem Stadion. Zwar ist die Opposition zerstritten, doch ein Ziel vereint sie: Neuwahlen. Miguel Pizarro,
Manche bezeichnen ihn als coolsten Parlamentarier Venezuelas. Bereits als Teenager stieg er in die Politik ein. Heute politisiert er für die Mitte-Rechtspartei Primero Justicia. Leider sind heute nicht alle Delegierten hier, denn sie wurden von den Organen der Diktatur verhaftet. Ihr einziges Delikt, sie denken anders. Der Sozialismus in Venezuela sei Betrug am Volk. Dabei stammt Pizarro selbst aus einer ultralinken Familie. Die Eltern sind Kommunisten. Sein Vater kämpfte einst gar mit Hugo Chavez. Für Pizarro aber hat die alte Linke ausgedient. Und wie kannst du dich als Linker bezeichnen, wenn die Realität so aussieht? Wenn du auf Proteste mit Repression, Folter, Gefängnis und Mord antwortest, für Venezuela, aber auch für die Welt ist klar, was wir vor uns haben, ist nicht links, es ist nicht einmal rechts, sondern das Schlimmste auf der Welt, getarnt als Sozialismus. Seit Ende März explodiert der Frust Hunderttausender Venezolaner auf der Straße. Die Bilanz laut NGOs: Hunderte Verletzte, fast 3000 Festgenommene, mindestens 60 Tote. Das Erbe Chavez, es ist blutig. Der Präsident wirft der Opposition vor, sie stachle zu Gewalt an. Diese wiederum sagt, die Regierung verletze Menschenrechte. Maduro bewaffne sogar Bürger. Diese Bilder zeigen angeblich solche Milizen Maduros, misshandelt am Pranger. Ein Vergeltungsakt der wütenden Bevölkerung. Das Wort Bürgerkrieg geht um. Das Schlimmste wäre ein Bürgerkrieg. Der wird aber sicher nicht von uns ausgelöst. Nicht wir haben die Waffen, sondern die Regierung. Diese will Blut sehen. Wir wollen kein Blut mehr sehen. Es sind Kollegen gefallen, Freunde von mir sind im Gefängnis und werden gefoltert. Das wollen wir nicht. Mit Slogans wie "Wir sind Studenten, keine Terroristen" machen die Studierenden mobil. Im Kampf gegen die Regierung ist Studieren für viele zur Nebensache verkommen. Rafaela Requesens ist Präsidentin des wichtigsten Studentenverbandes. Sie ist 24 Jahre alt, angehende Politologin. Das Niveau der Ausbildung sei drastisch gesunken. Was nützten staatliche Subventionen, wenn Geld wertlos ist? Der Frust unter den Studenten ist groß. Pizarro und Requesens. Sie kämpfen beide gegen das alte System und für ein neues Venezuela. Venezuela. Ein Land, das hungert, trauert, kämpft und hofft. Auf eine bessere Zukunft.